Nachdem die letzten Infos zum Landhausleben-Erweiterungspack schon ein wenig her sind, wurde von den Entwicklern jetzt in einem weiteren Gameplay-Trailer viele neue Infos zum am 22. Juli erscheinenden Erweiterungspack geteilt, auf die ich in dieser Videoanalyse genauer eingehen möchte. Starten wir direkt mit der Analyse und der ersten Szene. Hier kann man besonders ein paar im Pack enthaltene Objekte wie diesen hübschen Torbogen, neue Deko-Objekte für den See, wie dieses Schild und vieles mehr erkennen. Das Lama Herald leitet uns hier durch den Trailer, welches ein paar interessante Infos zum Teilen hat. In den sehr schnell aufeinandergeschnittenen Szenen kann man unter anderem den Picknickkorb nochmal in Action erleben, die Animation beim Techtelmechtel im Stall bewundern und eine Auswahl der neuen Kuhmilch sehen. Wenn er nicht aufpasst, klauen die Füchse die Eier aus den Hühnerställen. Dagegen kann man aber etwas tun, was wir noch später im Trailer erklärt bekommen. Haben die Sims eigentlich schon immer mit richtigen Töpfen gekocht? Dieser scheint nämlich ebenfalls neu zu sein. Für die Kühe gibt es ebenfalls einen neuen, sehr lustig gestalteten Tanz, den man auch schon im ersten Trailer gesehen hat. Alle Baumeister können sich weiter über neue Deko freuen. Das Wasser sieht in dieser Szene nämlich sehr bewachsen aus. Auch kleine Schildkröten gehören hier zur Auswahl. Übrigens gibt es mit diesem Pack neue Ackerobjekte, auf denen auch die Pflanzen angepflanzt werden können. Schon vereinzelt im letzten Trailer sichtbar, jetzt aber in diesem Trailer mit noch mehr Infos, die Sims können ab sofort Früchte einmachen. Schaut euch den kleinen Brunnen im Hintergrund an. Ich glaube, diesen werde ich nach dem Release sehr häufig benutzen. In dieser Szene kann man die alte Ruine, die es in Hanford-on-Bakely gibt, genauer erkennen. Um den Fluss überqueren zu können, laufen die Sims hier sogar über einen Baumstamm, wie cool! Aber auch diese kleine Kuppel im Hintergrund verbreitet romantische Stimmung. Ich bin der Meinung, dass diese roten Telefonzellen und Straßenschilder auf jeden Fall eine angenehme Dorfatmosphäre verbreiten. In dieser Szene kann man den neuen Pub namens Die Arme des Zwergs von innen sehen, in dem die Bewohner von Hanford-on-Bakely ebenfalls etwas über die Geschichte und Geschehnisse im Dorf erzählen. Jetzt nochmal ein paar neue Infos zum Einmachen. Die Sims können insgesamt 16 verschiedene Sorten von Cremes, Gemüsepasten und Marmeladen herstellen. Diese können zum Kochen oder direkt zum Essen verwendet werden, aber auch beim Picknick können die Sims hier zuschlagen. Das Sticken zählt jetzt ebenfalls zu einer der neuen Aktivitäten, die die Sims ausführen können. Es kann nach einer Vorlage oder insgesamt 34 verschiedenen Designs gestickt werden. Um Kosten zu sparen, ist es ebenfalls möglich, die Wolle der Lamas dafür zu verwenden. Wie wir dank dem Trailer jetzt ebenfalls wissen, wird es möglich sein, seinen eigenen Steg direkt übers Wasser zu bauen. Sonst gehen die Entwickler noch ein wenig auf das Riesengemüse ein, was sich jetzt züchten lässt. Dazu haben wir allerdings schon vorher Infos erhalten. Nicht nur Enten, sondern auch Schwäne können auf den neuen Seen schwimmen. Leider sehen die Schwäne in dieser Szene nicht sonderlich interessant animiert aus, aber vielleicht täuscht das auch nur. Jetzt sehen wir noch einen weiteren Aspekt des neuen Packs, die sogenannten Grundstücksherausforderungen. Hier stehen im Baumodus drei zur Auswahl. Einmal das Leben ohne Strom- und Wasseranbindung, wilde Füchse, die herumlaufen oder Kühlschränke, die jetzt nicht mehr auf magische Weise durchgehend voll sind. Eine längst überfällige Ergänzung, wie ich finde. Ich bin ebenfalls gespannt, ob es hier mit anderen Packs noch mehr Herausforderungen geben wird. Gerade da das ohne Strom-Leben-Thema von den Entwicklern auch schon in anderen Packs aufgegriffen wurde. Lebende Gräten bei den Sims scheinen wohl ganz normal zu sein. Unter anderem können diese Gerichte hier zubereitet werden. Für einen Yorkshire-Pudding benötigt man Mehl, Eier und Milch. Scheinbar mag auch der Sensenmann die Lamas, aber wer kann zu diesen flauschigen Kreaturen auch schon Nein sagen? Jetzt sehen wir nochmal das neue Techtelmechtel im Stall der Tiere. Apropos Tiere, zu diesen gibt es ebenfalls etwas zu sagen. Damit die Kühe glücklich sind und besonders gute Milch abgeben, musst du diese bei Laune halten und bespaßen. Um interessante Geschmackskombinationen zu erhalten, ist es ebenfalls möglich, besonderes Futter zu verwenden. Dieses hier färbt die Kuh beispielsweise in verschiedene Farben um. Anhand diesem kleinen Freundschaftssymbol über der Kuh kann man schlussfolgern, dass diese wohl ebenfalls in der Beziehungsübersicht auftauchen werden. Jetzt sehen wir endlich auch die kleinen Küken, welche auch zum Pack gehören. Genau 8 Hühner lassen sich hier in einem Stall unterbringen. Auch dieses schwarze Huhn mit roten Augen wird wohl zu einer der auswählbaren Hühnern gehören. Wenn ihr nicht wollt, dass der Fuchs die Eier eurer Hühner klauen kann, solltet ihr über den Fuchs-Verzieh-Dich-Alarm nachdenken, mit dem die Eier geschützt werden können. Mir gefällt es wirklich gut, dass die Hühner ebenfalls schockiert auf den Fuchs reagieren, genauso wie es in echt passieren würde. Wie wir jetzt wissen, wird man auf dem Markt nicht nur großgezüchtetes Gemüse, sondern auch Hühner, Eier, Kühe, Milch oder Kuchen aus eigener Herstellung gegeneinander antreten lassen können. Kann es sein, dass diese Fähnchen hier für die Gewinner gedacht sind? Beachtet auch das Deko-Objekt unten links mit der Tasche, welches auf den ersten Blick sehr nützlich aussieht. Im Blog-Eintrag sieht man ebenfalls noch Screenshots der insgesamt 3 verschiedenen Nachbarschaften, mit der sich die Größe und Gestaltung der einzelnen Regionen noch besser erkennen lässt.
Hier sieht man die Region Finchwick, die auch den wöchentlichen Markt zu bieten hat. Dann New Hanford mit eher weniger Häusern und mehr Grün sowie Bramblewood im Waldgebiet. Für alle, die sich über noch mehr Infos zu dieser Erweiterung freuen, am Donnerstag, den 8. Juli um 20 Uhr veranstalten die Entwickler einen weiteren Livestream, in dem dann noch genauer auf das neue Gameplay eingegangen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für Features hier noch angesprochen werden. Ansonsten könnt ihr euch das neue Erweiterungspack auch bei Instant Gaming für nur insgesamt 32,36 Euro vorbestellen, also 19% weniger als bei Origin. In der Schweiz für sogar nur 27,19 Euro. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen und auf das Pack ordentlich sparen wollt. Was denkt ihr über die neuen Bilder und Szenen? Seid ihr jetzt auch noch ein wenig mehr auf den Release der 11. Erweiterung gehypt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.